gut informiert mit Lausitzwelle für Ostsachsen und Südbrandenburg. Sie sehen einen Wahlwerbespot zur Landtagswahl. Für den Inhalt und die Gestaltung ist die werbende Partei eigenverantwortlich. Mein Name ist Frank Kirche und ich bitte am 1. September um Ihre Stimme. Denn unsere Kommunen und Unternehmen brauchen gerade für den Strukturwandel in der Lausitz den direkten Draht nach Dresden. Dass ich dafür der Richtige bin, konnte ich bereits von 2009 bis 2019 unter Beweis stellen. So habe ich mitgeholfen, viele Millionen Euro Fördermittel hierher zu holen. Zum Beispiel für das Lausitzer Seenlandklinikum und für den Neubau und die Sanierung von Schulen der Region. Ebenfalls konnte ich mich erfolgreich einsetzen für die Ansiedlung des Unternehmens Jados und für den Bau des Einkaufszentrums gegenüber dem Zoo Hoyerswerda sowie für die Unterstützung vieler regionaler Betriebe. Auch zukünftig sollen Fördermittel nur da eingesetzt werden, wo sie tatsächlich erforderlich sind. Dazu will ich als aktiver Vertreter der Anliegen unserer Bürger beitragen. Es ist keine Zeit für Populismus und für Experimente. Darum Frank Kirche wählen. Sie sahen einen Wahlwerbespot zur Landtagswahl. Für den Inhalt und die Gestaltung ist die werbende Partei eigenverantwortlich. Immer gut informiert mit der Drehscheibe Lausitz. Hallo und herzlich willkommen zur letzten Drehscheibe Lausitz im August. Heute ist der 30.08. Schön, Sie begrüßen zu dürfen. Wir starten unsere gemeinsame halbe Stunde mit einem Strukturwandelprojekt für Menschen, die Zukunft sind, die jungen Leute. 60 Jahre gibt es das Jugendclubhaus Ossi in Hoyerswerda schon. Zeit für einen großen Umbau. Denn hier sollen sich auch künftig alle wohlfühlen können. Dafür greifen doch alle gern zur Schaufel und wir waren beim Spatenstich für Sie dabei. In Hoyerswerda markiert der Baubeginn des Ossi-Umbaus einen bedeutenden Schritt in Richtung Zukunft. Das Jugendclubhaus Nikolai Ostrowski, im Volksmund einfach Ossi genannt, wird zu einem multifunktionalen Neustadtforum umgestaltet. Dieses Projekt, das mit 8,2 Millionen Euro aus dem Investitionsgesetz Kohleregion gefördert wird, symbolisiert auch den Strukturwandel in der Lausitz. Zusammen vollzogen Staatssekretärin im Staatsministerium für Regionalentwicklung Sachsen, Barbara Meyer, Bürgermeister von Hoyerswerda Mirko Pink und Beigeordnete im Landkreis Bautzen Romy Reinisch den feierlichen Spatenstich und setzen damit ein Zeichen für Innovation und Gemeinschaft. Schulprojekte sollen natürlich stattfinden. Alles das, was auch Strukturwandel ausmacht in dieser Stadt, in dieser Region, soll sich hier verwirklichen. Das Neustadtforum soll ein soziokultureller Treffpunkt werden, der die Lebensqualität für alle Generationen verbessert. Es wird nicht nur ein Ort für Kinder, Jugendliche und Familien sein, sondern auch ein Bildungs- und Begegnungszentrum, das den Zusammenhalt in der Gemeinschaft fördert. Die Integration des Planetariums des Astronomischen Vereins Hoyerswerda in das Gelände ist ein weiteres Highlight. Dieses Planetarium wird jedoch nicht nur den Blick in die Weite des Universums öffnen, sondern auch den Blick in die Zukunft unserer Region schärfen. Eine Zukunft, die auf Wissen, Innovation und das gemeinsame Entdecken aufgebaut sind. Die Investition in das Neustadtforum fördert die Vielfalt der Wirtschaft und schafft neue Arbeitsplätze. So bleibt Hoyerswerda für Fachkräfte attraktiv und zieht neue Bewohner an, waren sich die Anwesenden einig. Das Projekt macht die Stadt lebendiger und wertet den Stadtteil auf. Am Donnerstagnachmittag kam es in Gulben bei Kolkwitz zu einem Waldbrand. Ein Passant bemerkte die Flammen in einem Waldgebiet und meldete dies der Leitstelle Lausitz in Cottbus. Durch die Leitstelle wurden umgehend Einsatzkräfte alarmiert. Etwa 250 Quadratmeter Boden standen in Flammen. Nach über einer Stunde konnte Feuer ausgemeldet werden. Wie es zu dem Brand kam, wird derzeit noch untersucht. Ein wichtiger Vorteil war, dass der Brand schnell entdeckt wurde. Aufgrund der anhaltenden Trockenheit kommt es derzeit im gesamten Sendegebiet immer wieder zu Waldbränden. Feuerwehr und Polizei bitten daher um erhöhte Aufmerksamkeit, insbesondere in der Nähe von Waldgebieten. Das Bistum Dresden-Meißen will das in seinem Eigentum befindliche Bildungsgut Schmochtitz stärker als bisher für externe Gruppen öffnen. Wie ein Sprecher erklärte, soll dies langfristig für eine höhere Wirtschaftlichkeit der Einrichtung sorgen. Diesem Ziel diene auch die angestrebte Umwandlung in eine GmbH.
Der Bildungsbetrieb soll demnach räumlich und wirtschaftlich vom Übernachtungsbetrieb getrennt werden. Pfarreien werden bei der Nutzung des Hauses in Zukunft eine Förderung durch das Bistum erhalten. Die katholische Erwachsenenbildung will sich zudem künftig in der Rechtsform eines eingetragenen Vereins aufstellen, dessen Geschäftsstelle sich in Dresden befinden wird. Laut Generalvikar Andreas Kutschke eröffnen sich dem Bildungsgut Schmochtitz mit der Freiheit zum eigenverantwortlichen Wirtschaften gute Zukunftsperspektiven. Es solle die Möglichkeit erhalten, neue Zielgruppen und Wege zu erschließen, um seine Einnahmen zu stärken. Hintergrund der Maßnahmen sei die Notwendigkeit der katholischen Kirche in Sachsen zu spürbaren Einsparungen. Lausitzwelle-Moderator Jannis Brauweiler hat in seiner aktuellen Folge vorgestellt und veröffentlicht die Singer-Songwriterin und Heuschreckengewinnerin 2020 Paula Linke zu Gast. Diesmal im Café Auszeit der Kulturfabrik Hoyerswerda, wo vorgestellt und veröffentlicht ab dem 23. Oktober offen für alle Zuschauer produziert wird. Schauen Sie also gerne vorbei, der Eintritt ist frei. Auch diesen Monat wird das Interview nicht nur im Lausitzwelle Radio zu hören, sondern auch im TV und online zu sehen sein. Von Mittwoch bis Freitag in der Zeit von 1 bis 2 Uhr sendet das Lausitzwelle Fernsehen das komplette Interview im Nachtprogramm. Außerdem ist es jederzeit auf YouTube/Lausitzwelle abrufbar. Für eine Stunde stellt sich die Musikerin vielen Fragen von Jannis und stellt zwischendrin ihre musikalischen Werke vor. Reinschalten lohnt sich also. Kurz und kompakt geht's jetzt weiter mit Infos aus der Lausitz. Dieses Mal haben wir Ehrungen, einen Wettbewerb und schon ein paar Hinweise fürs Wochenende für Sie. Im Rahmen der Kunstgusstage in Lauchhammer wurden zwei Persönlichkeiten für ihr langjähriges Engagement für die Stadt geehrt. Norbert Pietsch bekam den Ehrenpreis der Stadt Lauchhammer überreicht. Pietsch war 1991 Mitbegründer und erster Geschäftsführer der Wirtschafts-, Entwicklungs- und Qualifizierungsgesellschaft in Lauchhammer. Er hat maßgeblich an der Entscheidung eines Kunstgussmuseums für Lauchhammer mitgewirkt. Manuela Krängel wurde mit der Ehrenurkunde der Stadt ausgezeichnet. Sie ist seit 2017 Behindertenbeauftragte der Stadt und seit 20 Jahren ehrenamtliche Geschäftsführerin des Vereins Kooperationsanstiftung, der als Trägerverein für das Mehrgenerationenhaus Lauchhammer und der Selbsthilfekontaktstelle agiert. Die Görlitzer Sammlungen planen eine Ausstellung zur NS-Zeit in Görlitz. Die Ausstellung Nationalsozialismus in Görlitz 80 Jahre Kriegsende wird vom 21. März bis 14. Dezember kommenden Jahres im Kaisertrutz zu sehen sein. Schwerpunkt ist das Alltagsleben in Görlitz von 1933 bis 1945. Die Stadtbevölkerung wird dazu um Mithilfe gebeten. Um eine authentische Darstellung zu ermöglichen, sucht das Museum persönliche Erinnerungen, Fotos, Tagebücher und andere historische Objekte. Schulen können sich an einem Geschichtswettbewerb beteiligen, der Schülerprojekte zur NS-Zeit in Görlitz prämiert. Einsendeschluss ist der 30. September. Weitere Informationen gibt es auf der Website des Museums. Der Verein Motorradfreunde Oberlausitz startet am Sonnabend, den 31. August, zu seiner 17. Ausfahrt mit den Kindern und Jugendlichen aus dem Haus von Czornopo in Wojszcze. Im Vorjahr nahmen 184 Motorräder, Trikes und Gespanne auf der Ausfahrt durch die Oberlausitz teil. Die Motorradfreunde suchen noch Mitfahrer, die auf ihrer Maschine einen Platz für ein Kind frei haben. Auch Trikes oder Beiwagenmaschinen sind gern gesehen, da sie sich für kleinere Kinder eignen. Start ist um 9.15 Uhr auf dem Pennyparkplatz an der Kreuzung Löbauer Straße am Carola-Garten. Am Sonntag, den 1. September, lädt das Tierheim Bautzen Bloaschütz zu einem Tag der offenen Tür ein. Von 10 bis 16 Uhr können Besucher ein vielfältiges Programm erleben, darunter Vorführungen von den Hundetrainern Thorsten und Maria Kurz, sowie Auftritte der Tanzgruppe und die Sängerin Linda Wippig. Für Kinder gibt es Kinderschminken und eine Hüpfburg, die sicherlich für viel Freude sorgen werden. Es ist ein Tag, der nicht nur Einblicke in die Arbeit des Tierheims bietet, sondern auch eine wunderbare Gelegenheit für Gemeinschaft und Spaß für die ganze Familie. Weitere Infos finden Sie unter tierheim-bautzen.de. Auf dem Görlitz-Campus der Hochschule Zittau-Görlitz wurde am vorigen Mittwochnachmittag das öffentlichkeitswirksam vollzogen, was beide Städte seit langem planen.
Görlitz und Zittau sollen sich Hochschulstandort nennen dürfen. Ministerpräsident Michael Kretschmer, der zum Deutsch-Tschechischen Energieforum nach Görlitz gekommen war, brachte einen Bescheid des sächsischen Staatsministeriums des Innern mit, in dem die Städte Görlitz und Zittau sich jetzt ganz offiziell Hochschulstadt nennen dürfen. Einer, der die Idee Universitätsstadt Görlitz bereits vor vielen Jahren hatte, äußert sich neben anderen Persönlichkeiten dazu im Lausitzwelle-Interview. Seit vorigem Mittwoch könnte auf Ortsschildern von Görlitz und Zittau das Wort Hochschulstand stehen. Bis zur technischen Realisierung wird es zwar noch etwas dauern, aber amtlich ist es bereits. Ministerpräsident Michael Kretschmer brachte einen Bescheid des sächsischen Staatsministeriums des Innern mit nach Görlitz, in dem das bescheinigt wird. Ende März hatten beide Stadträte dahingehend gleichlautende Beschlüsse gefasst. Ein besseres Geburtstagsgeschenk hätte sich der Rektor der Hochschule Zittau-Görlitz, Alexander Kratsch, nicht wünschen können. Bei dem Amtsakt mit Vorstellung der Prototypen der neuen Ortsschilder waren auch weitere Politiker und Wissenschaftler aus Deutschland und Tschechien zugegen, die zum Deutsch-Tschechischen Energieforum angereist waren, das gleich danach begann. Lausitzwelle berichtete gestern darüber. In einer Tagungspause äußerten sich zunächst die beiden Oberbürgermeister. Thomas Senker aus Zittau sagt: Das ist für uns ein ganz starkes, wichtiges Signal. Sie wissen ja, zwischen Görlitz und Zittau liegt die Neiße als Verbindung, die Bahnstrecke, die B99 und die wichtigste Klammer ist mindestens die Hochschule Zittau-Görlitz. Daneben haben wir auch noch ein Theater, das heißt andersrum, das heißt Görlitz-Zittau. Wir haben vor, ich meine, einem Jahr in etwa, hat Alexander Kratsch uns angesprochen, der Hochschulrektor, ob wir das nicht mal angehen könnten, denn das Gesetz war angepasst worden. Es war wieder möglich geworden und insofern freuen wir uns sehr, dass es heute endlich gelungen ist. Sein Görlitzer Amtskollege Octavian Urso bringt weitere Aspekte ein. Ich freue mich sehr, dass wir heute diese Auszeichnung bzw. diese symbolische Titel als Hochschulstadt bekommen haben, offiziell bekommen haben. Das war eine Initiative in erster Linie von Professor Kratsch, von der Rektor der Hochschule. Er hat mit uns beiden gesprochen, mit den beiden Oberbürgermeistern aus Zittau und aus Görlitz. Und wir haben uns sofort angeschlossen und Beschlussanträge für unsere Stadträte vorbereitet. Das ist so beschlossen worden und wir wollen dadurch noch bekannter werden als Hochschulstandorte und noch mehr junge Leute überzeugen, zu uns zu kommen, nach Zittau und nach Görlitz. Der Rektor der Hochschule beider Hochschulstädte, Alexander Kratsch, äußerte sich zufrieden mit beiden Ereignissen. Hochschule Zittau-Görlitz für die ganze Region, für unseren ganzen Dreiländerraum. Wir konnten heute die Städte Zittau und Görlitz, unsere beiden Standortstädte, sind heute Hochschulstadt geworden. Der Ministerpräsident hat uns heute die entsprechenden Urkunden, also an die Städte, überreicht. Und das andere ist das sächsisch-tschechische Energieforum, was wir heute hier begründet haben am Campus Görlitz unserer Hochschule. Wie die Hochschule Zittau-Görlitz ist eine Hochschule, die sehr stark im Energiesektor forschungsmäßig unterwegs ist. Und deswegen freut uns das natürlich. Ein Teilnehmer hat das heute auch nochmal ausgeführt. Dieser Raum, dieser Dreiländerraum, Deutschland, Polen, Tschechien, war schon damals Vorreiter, als die Euro-Neiße-Region gegründet worden ist. Die Euro-Region, die Vorreiter jetzt oder Vorbild ist für alle anderen Euro-Regionen mit Polen und Tschechien und Deutschland. Und das sind wir jetzt wieder mit dem Thema Energie. Und natürlich als Hochschule Zittau-Görlitz, als Rektor der Hochschule, freue ich mich da ganz besonders darüber, dass wir da auch unsere Expertise einbringen können. Ein Vordenker in dieser Angelegenheit steht bescheiden, wie es stets seine Art war und ist, im Hintergrund. Willi Zylander, der ehemalige Direktor des Senckenberg-Museums in Görlitz, der sich, wie es unter anderem in der Begründung für die Verleihung des Bundesverdienstkreuzes an ihn heißt, seit mehr als 25 Jahren in herausragender Weise für Wissenschaft, Kultur und Gesellschaft einsetzt und durch vielseitiges Wirken für die Stadt Görlitz und deren Bürgerschaft herausragende Verdienste erworben hat. Er hatte bereits vor vielen Jahren die Idee, Görlitz den Titel Universitätsstadt verleihen zu lassen. Zylander, der auch Präsident der Gesellschaft zur Vergabe des Internationalen Brückepreises ist und weitere Ämter innehat, sagte dazu Folgendes. Ja, ich habe mich seit fast 30 Jahren dafür eingesetzt, dass die akademische Lehre, die hier in Görlitz stattfindet, auch einen Niederschlag findet. Insofern finde ich das großartig, dass nun die beiden Städte Görlitz und Zittau mit dem Sondertitel Hochschulstadt geehrt werden. Das reflektiert auf der einen Seite die Bedeutung der Hochschule, aber es gibt auch in Görlitz universitäre Lehrveranstaltungen, der TU Dresden und der Universität in Leipzig, und das wird auch mehr werden. Und wir sind also Hochschulstadt, wenn man so will, auch ein Stück weit Universitätsstadt. Und
im Dreiländereck, wo die Kooperation mit Hochschulstandorten in Polen und Tschechien hochgehalten werden und großartig funktionieren und wir mit Senckenberg, mit Leibniz, mit Helmholtz, mit Fraunhofer außeruniversitäre Forschungseinrichtungen haben, jetzt mit CASUS und dem Deutschen Zentrum für Astrophysik zusätzliche neue innovative Forschungseinrichtungen, also der Wissenschaftsstandort Oberlausitz, der Wissenschaftsstandort Görlitz und auch Zittau ist größer geworden. Es ist völlig berechtigt, dass das mit dem Titel Hochschulstadt geehrt wird. Görlitz und Zittau haben die Verleihung des Titels Hochschulstandort beantragt, da beide Städte nicht nur seit 1992 Standorte der Hochschule Zittau-Görlitz mit rund 500 Beschäftigten und über 2600 Studierenden sind, sondern sich die Region in den vergangenen Jahren zu einem aufstrebenden Wissenschafts- und Forschungsstandort entwickelt hat. Sie sehen einen Wahlwerbespot zur Landtagswahl. Für den Inhalt und die Gestaltung ist die werbende Partei eigenverantwortlich. Unsere Heimat steht vor großen Herausforderungen. Es liegt an uns, für Sicherheit und Erfolg zu sorgen. Wir wollen, dass Sie ohne Angst vor Altersarmut leben können und setzen auf die fleißigen Menschen unseres Landes. Lassen Sie uns gemeinsam ein neues Kapitel für Sachsen aufschlagen. Ein Kapitel von Ordnung, Sicherheit, Freiheit und Frieden. AfD, damit Sachsen Heimat bleibt. Sie sahen einen Wahlwerbespot zur Landtagswahl. Für den Inhalt und die Gestaltung ist die werbende Partei eigenverantwortlich. Willkommen zurück. Jetzt gibt's eine neue Folge unserer Lausitzwelle Sommerinterviews. Diesmal war mein Kollege Alexander Schgade mit Dietmar Wischmeier im Gespräch im Amphitheater in Senftenberg. Wenn die Rede von Günther, dem Treckerfahrer oder dem kleinen Tierfreund ist, denkt man unweigerlich an ihn. Seit Jahrzehnten haben nicht nur diese Figuren von ihm regelrechten Kultcharakter. Verkauften Amphitheater in Senftenberg war die Spannung förmlich zu spüren. Einer der besten Satiriker der Republik gab sich die Ehre, Dietmar Wischmeier. Ende der 1980er Jahre war er Mitbegründer des berühmten Frühstücksradios beim Privatsender FFN, welches in der Lausitz ab Mitte der 1990er Jahre bis zu seinem Ende im Jahr 2000 auch von Radio Fritz ausgestrahlt wurde. Das Gastspiel in Senftenberg war der Auftakt zur Zeltmission 2024 Tour. Und wir kamen vor dem Auftritt mit Dietmar Wischmeier ins Gespräch. Ja, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen der Lausitzwelle, wir sind heute zu Gast im Amphitheater in Senftenberg. Und zu Gast bei mir Dietmar Wischmeier, der Mann aus dem Norden, der heute das eine oder andere hier klären wird, sage ich jetzt mal. Und ich habe es mir aufgeschrieben, einer, der zu allem was zu sagen hat. Warum eigentlich? Naja, weil etwas zu sagen zu haben, ist ja mein Beruf. Ja, wenn ich zu etwas nicht zu sagen hätte, dann wäre ich ja sozusagen Pantomime. Und das ist weder im Radio noch im Fernsehen irgendwie so angesagt. Also im Radio geht's gar nicht. Und da ich ja eine tägliche Kolumne zum Zeitgeschehen mache im Radio und eine wöchentliche bei Radio 1 zum Zeitgeist, muss ich halt genau das immer verfolgen, was so passiert. Und dazu muss ich eine Meinung bilden, ob ich sie habe oder nicht. Also im Zweifelsfalle konstruiere ich mir eine Meinung dazu. Ich habe zu allem was zu sagen, es ist leider so. Was fragt man eigentlich einen der besten Satiriker des Landes, also finde ich, ohne dass einem die Antwort vielleicht um die Ohren fliegt? Wie kommst du auf den ganzen Kram? Stellst dir so eine Kiste Bier in die Mitte und dann noch ab drei Flaschen fällt dir was ein? Nein, so ist es nicht. Also es ist im Wesentlichen ist es schon also angelernte Inspiration, würde ich es mal nennen. Also man alles, was man erlebt, schon danach filtert, ob ich es verwenden kann. Was unterscheidet ein Satiriker vom Comedian? Comedian ist immer im Fernsehen. Und ist auch in so beschissenen Panel-Shows, wo er geskriptete Witze von anderen Leuten vorliest. Das ist ein Comedian im Wesentlichen. Dann hat er irgendwann eine eigene Fernsehshow, die noch scheißiger ist als das, was er sonst so macht. Und die ist erfolgreich, dann fliegt sie raus. Oder sie ist scheiße, dann bleibt sie länger im Fernsehen. Das ist ein Comedian. Ein Satiriker ist nicht so erfolgreich, also hat erstens nicht so viel Geld.
kommen auch nicht so viele Leute. Also hier in Senftenberg kommen ja ganz viele Leute, weil sie wahrscheinlich Satiriker besser finden als Comedians. Oder weil es einfach so groß ist und alle Platz finden. Ich weiß es nicht. Hauptsache sie kommen, ist mir auch egal. Ja, Comedians sind schon sehr fernsehbetont. Ich glaube, im Radio nennt man die gar nicht so. Und wenn sie schreiben, schon mal gar nicht. Ich bin allerdings auch kein Kabarettist. Kabarettist ist ja jemand, der auf der Bühne steht und der sagt Sachen, die die Leute im Publikum auch finden. Und die finden es gut, dass jemand anders das findet, was sie auch finden. Jetzt haben Sie das Ganze verpackt über die Jahre in Figuren wie Günther, den Treckerfahrer, Willi Deutschmann, Frieda und Anneliese, die Arschkrampen oder halt der kleine Tierfreund. Oder entstanden ist das alles Ende der 80er und bekannt geworden durch das Frühstücksradio bei Radio FFN. Noch einmal zur Erinnerung, und was unterscheidet diese Figuren und was verbindet sie? Also unterscheidet sie, dass sie... Viele von denen rekurrieren auf eine Wirklichkeit, die es so nicht mehr gibt, die es damals schon nicht mehr gab. Also den kleinen Tierfreund, eine Figur aus den Schulfunk-Radiosendungen der 50er und 60er Jahre, war schon ein wiederbelebtes Figur, die längst verloren gegangen ist. Günther der Treckerfahrer ist der klassische Kommentator, der Mann aus dem Volk. Das war früher die Putzfrau, der Hausmeister. Bei mir ist es halt ein Landwirt, weil ich es in Niedersachsen gilt halt sehr landwirtschaftlich. Aber das ist eine Figur, die zeitgeistig aus der, ja sozusagen des normalen Menschen vom kommentieren kann und der Mann von der Straße halt. Und das ist immer aktuell, das funktioniert immer. Braucht man das auch als kreatives Ventil ab und zu mal, dass man sich dahinter so ein bisschen verstecken kann, hinter so einer Figur? Ja, das ist überhaupt das Allerbeste daran, dass man Figuren hat. Und ich verstehe nicht, warum die heutigen, also wir sprechen ja über die Comedians, warum die immer, als sie selbst auf die Bühne gehen, dann wird ja das für bare Münze genommen, was sie sagen. Also wenn ich hier als Willi Deutschmann, das ist ja, der ist ja nicht mal ein Nazi, also dazu reicht's ja nicht, dazu ist er ja viel zu rechts. Ja. Also wie jemand, das ist ja ganz schlimm, wenn man das mit meiner eigenen Meinung identifizieren würde. Deswegen habe ich ja Figuren, die dürfen ja so sein, wie andere sind. Ich spiele sie als Schauspieler, ja. Und es fing schon an mit Helge Schneider, der war ja so Helge Schneider Bühnenfigur, dass er selbst in Talkshows nicht mehr privat sein konnte. Ja. Und heute sind ja alle sie selbst, die ganzen Stand-Up-Comedians, die haben nichts mehr, wohinter sie sich verbergen können. Sie kommen ja nun aus dem hohen Norden hierher. Da gibt es keine Berge, Vegetation weiß ich nicht, auch überschaubar und wenig Leute. Passt natürlich ganz gut dazu. Sie sollen mal gesagt haben, die Leute sind sehr nervig und ich kann nicht sagen, dass ich Menschen mag. Was ist da dran? Stimmt alles. Also, I love mankind, it's people I can't stand. Da ist was dran. Je näher sie auf die Pelle rücken. Ich suche ja oft, das glaubt man mir auch nicht, die Nähe zu Menschen, ja, um mich ständig meine Vorurteile zu korrigieren, weil sonst würde ich ja nur noch um mich schießen. Der Hass muss auch ein bisschen gedämpft werden. Man ist manchmal doch wirklich erstaunt, dass die Menschen doch eigentlich viele ganz nett sind, also Einzelne. Nur so in Gruppen, wenn sie so... ich meine, der Schimpanse lebt, glaube ich, in einer Gruppe von 25, die er so ungefähr um sich duldet. Der Rest wird befeindet und bekämpft. Das kann ich nachvollziehen. Also alle, die ich kenne oder die ich kennenlerne, finde ich sympathisch, die meisten. Ich treffe ja keine unsympathischen Menschen. Dazu halte ich mich zu sehr fern von denen. Aber wenn die in so einer Masse auftauchen, sind die alle unangenehm. Ne? Also deswegen gehe ich auch nicht zu Fußballspielen oder großen Konzerten. Das ist ja alles schlimm. Ja. Das heißt also, das ist immer gut, dass das Publikum auch einen gewissen Abstand hat. Das Publikum kommt ja und will etwas von mir hören. Das ist ja toll. Ich meine, wer kann da schon für sich sagen, dass man 2 Stunden labern und die Leute hören einem zu? Privat kriegt man das doch nirgendwo mehr. Wird einem nicht mehr geboten. Insofern sind das ja alle meine Freunde. Die hören mir zu. Ist da irre, ja? Ich finde überhaupt, Live-Veranstaltungen sind ja so ein aus der Zeit gefallenes Phänomen. Also positiv, weil die Leute konzentrieren sich und machen nicht zwischendurch, also gucken bestimmt auch einige auf ihr Handy irgendwelche Videos an während der Veranstaltung. Aber in der Regel sind die alle konzentriert, bölken nicht dazwischen, holen sich nicht dauernd was zu fressen. Also ich kenne kaum noch ein Konzert, deswegen gehe ich auch nicht mehr gerne auf Konzerte, ohne dass die Leute Bier holen oder Bier wegbringen. Das sind die Hauptbeschäftigungen. Oder sich während auf der Bühne was stattfindet unterhalten über was ganz anderes. Das ist bei mir nicht so. Das ist der große Vorteil, wenn man sozusagen ein Wortkünstler ist, dann hören die Leute zu. Musik wird oft ignoriert. Hier gibt es Gäste, die hier sein wollen, die gerne das Geld bezahlt haben, um hier zu sein. Dietmar Wischmeier gleich auf der Bühne. Toi, toi, toi. Gutes Gelingen, viel, viel Freude insgesamt, sowohl Sie als auch das Publikum in Gemeinschaft. Und vielen, vielen Dank für das Gespräch. Und eins noch, ein kleines Statement vielleicht noch für die Zuschauer und Zuschauerinnen der Lausitzwelle.
immer schön Lausitzwelle gucken, ist immer noch besser als Dauerwelle. Wischmeier ist seit vielen Jahren humoristischer Kult, was nicht zuletzt das dankbare Publikum in Senftenberg belegte. Nach 10 Jahren ist man alte Kram von gestern und wird abgeschafft. Nach 20 Jahren ist man irgendwie übrig geblieben, nach 30 Jahren ist man Kult. Das ist der Vorteil. Man muss die Zeit einfach durchstehen und zieh die Scheiße durch. Also wie sagte der Leo Kottke, den ja auch heute keiner mehr kennt, das ist so ein Hauruck-Gitarrist, der unheimlich schnell spielen konnte, aber ohne Inspiration. Also der sagt, take a simple little melody and drive it to the ground. Das ist der Punkt. Ja. Wenn du eine Idee hast, zieh sie durch. Ja. Auch wenn die Scheiße ist, ist egal. Zieh sie einfach durch. Penetranz wird in Deutschland belohnt. Und es war auch nicht alles gut, was ich gemacht habe. Vieles war nicht, aber ich habe durchgehalten. Möge der Satiriker Dietmar Wischmeier der Republik noch lange erhalten bleiben. Der Sommer lässt sich nicht beirren vom langsam zu Ende gehenden August. Wie es weitergeht und ob uns ein bisschen Regen erwartet, das erfahren Sie gleich. Zuvor gibt's noch ein paar Tipps fürs Wochenende. Freuen Sie sich auf das Dorffest in Schwarzbach, das vom 31. August bis zum 1. September stattfindet. Der Eintritt ist frei und das Fest beginnt am Samstag um 10 Uhr mit einem Tischtennisturnier. Für die Kleinen gibt es ab 15.30 Uhr eine Hüpfburg und am Abend erwartet alle einen Fackel- und Lampionumzug. Das Highlight des Samstags ist das Theaterstück um 20 Uhr, gefolgt von einer kleinen Disco. Der Sonntag startet um 10 Uhr mit einem Gottesdienst im Festzelt, gefolgt von Frühshoppen mit Imbiss und Musik. Am Nachmittag begeistert der Bändertanz mit einer Show der Tanzkinder und zum Abschluss gibt es Kaffee und Kuchen. Starten Sie in den September mit einem inspirierenden Sonntagsfrühstück im Erlebnishof Kasper in Hoyerswerda. Genießen Sie in familiärer Atmosphäre ein vielfältiges Frühstück, zu dem jeder beiträgt, während die Kinder spannenden Geschichten lauschen und die Erwachsenen sich bei einer motivierenden Ansprache stärken können. Dieses offene und herzliche Beisammensein verspricht einen bereichernden Start in den Tag, ganz ohne Eintrittspreis. Kommen Sie vorbei, lassen Sie sich inspirieren und tragen Sie zum Gemeinschaftsgefühl bei. Freuen Sie sich auf das Stadtfest in Wetschau. Ein buntes Wochenende voller Musik, Tanz und Spaß. Los geht's am Freitag, den 30. August um 14 Uhr mit einem gemütlichen Seniorencafé. Am Abend bringt ab 19 Uhr DJ-Musik Schwung in die Festlichkeiten. Der Samstag steht ganz im Zeichen des Line Dance mit den Goldenen Girls von 11 bis 15 Uhr, gefolgt von der Partyband Mr. Feelgood am Abend. Den Abschluss bildet der Sonntag mit einem Konzert des Musikvereins Wetschau um 11 Uhr und dem Zauberzirkus um 15 Uhr. Ein Wochenende, das keine Wünsche offen lässt. Der Freitag zeigte sich im Flachland von seiner sonnigen Seite, mit einem strahlenden Vormittag und vereinzelten Wolken am Nachmittag, die das Thermometer auf bis zu 31 Grad klettern ließen. Die Nacht hüllt sich dann in ein Wolkenkleid und kühlt auf angenehme 15 Grad ab. Im Bergland ähnelte das Wetter dem im Flachland, allerdings mit etwas milderer Hitze, da die Temperaturen nachmittags auf bis zu 28 Grad stiegen. Die Nächte werden mit leichter Bewölkung und 22 Grad für eine tropische Nacht sorgen. Der Wetterausblick für Samstag verspricht einen gemischten Tag. Im Flachland beginnt der Tag zwar stark bewölkt, aber gegen Nachmittag lockert die Bewölkung auf und es könnte bis zu 24 Grad warm werden. Die Nacht zeigt sich von ihrer klaren Seite mit angenehmen 15 Grad. Im Bergland erwartet uns ein überwiegend leicht bewölkter Tag mit Höchsttemperaturen um die 22 Grad und einer klaren Nacht, in der die Temperaturen auf 14 Grad sinken. Perfekt für alle die, die den Tag draußen genießen möchten. Die kommenden Tage versprechen in der Lausitz ein wahres Sonnenfest zu werden. Am Sonntag erwartet das Bergland einen strahlenden sonnigen Tag mit angenehmen 23 Grad, während die Nächte sternklar bei 15 Grad bleiben. Im Flachland wird es noch ein wenig wärmer bis zu 26 Grad und ebenfalls klaren Nächten. Der Montag startet im Flachland sehr sonnig, bevor am Nachmittag einige Wolken aufziehen. Die Temperaturen klettern hier auf bis zu 30 Grad. Im Bergland bleibt es bis zum Nachmittag sonnig mit Temperaturen bis zu 27 Grad. Und die Nacht zeigt sich von ihrer klaren Seite mit 14 Grad im Flachland und 17 Grad in den Bergen. Perfektes Wetter für Badaktivitäten. Und das war die Drehscheibe Lausitz für diese Woche. Wenn Sie möchten, dann schauen Sie doch morgen in unserem Lausitzwelle-Wochenrückblick nochmal mit Nachrichten und Beiträgen aus der vergangenen Woche in der Wiederholung zu.
Ich wünsche Ihnen ein gutes Wochenende. Auf Wiedersehen. Immer gut informiert mit Lausitzwelle für Ostsachsen und Südbrandenburg.